Hier haben wir schon mal einen ersten. Bam. Ich bin echt mal gespannt, ob ich hier auf Anhieb schon mal alle Edelsteine bekomme. Das wäre Mörder, wäre das. So. Ne, da ist keiner drin, dann ist hier auf der rechten Seite einer. Das Schöne ist, man kann halt, wenn man die Musik ausstellt, also wenn man nicht mehr weiß, genau wo noch so Viecher sind, dann kann man einfach die Musik ausstellen und mal ein bisschen rumfliegen, weil die hört man immer ganz gut. War das jetzt? Ja, das war alles. Da liegt noch ein Zweier. Den nehmen wir mal mit. So, dann wäre das Inselchen hier fertig. Schätze ich mal. Dreh dich mal bitte. Dann machen wir mal hier weiter. Hätten wir schon den nächsten. So, und da oben wäre... Ne, machen wir erstmal das hier, die Plattform. Miep. Und dann den hier oben. Dann den auf der anderen Seite. So. Das müssen wir, glaube ich, mit Spyro machen, oder? Ja. So, da haben wir auch noch einen. Ich dachte, hier wäre noch so ein rotes... Ah, war doch noch so ein rotes Ding. So. Dann wären wir hier auch fertig. Nehmen wir mal hier die beiden. Ich höre wieder ein. Dann machen wir erstmal hier drüben. Das ist halt so ein cooles Level hier, dass man hier halt dieses Level, was wir sowieso mit Spyro bereisen können, dass wir da auch nochmal mit Sergeant Bird rein können. Also ich finde das so cool. So, einer fehlt noch. Ich schätze mal, der wird hier sein. Ja. Hier, nimm das. Ich wollte es als Souvenir behalten, aber ich habe nicht genug Platz im Gepäck. Ralf. Ja, am Heulen. Yay, und sie will. Meinem Freund geht es jetzt viel besser. Oh nein! Er fängt schon wieder mit seinem Knochentanz an. Jetzt können wir uns den kaputten Knochentanz ansehen. Weil er macht keinen Rückwärtssalto. Warum auch immer. Irgendwas passt da nicht. Gut, dann wäre das auch fertig. Dann müssen wir auf jeden Fall nochmal in dieses eine kleine Stübchen da hinten.
weil... Wir wurden da ja ein bisschen frühzeitig rausgezogen. So, dann im Skater-Level. Da ist auch nochmal was mit Spyro. Hier flog eben noch so ein Ding rum. Auf jeden Fall in diesem Skater-Level. Das sind auch noch Edelsteine. So, ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt soweit alle haben. Abgesehen hat diese zwei Dinger. Gut, dann hole ich jetzt gerade noch die zwei Kopfnuss-Dinger. Und dann geht's ab ins Skater-Level. Ich bin bereit, die Türme und das... So. Das hat zum Glück funktioniert. Habe ich da etwa gerade etwas blinken, also so blink, blink, blinky, blinky, schimmern. Ach, keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Nicht runterfallen, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Bitte. Okay. Na. So, okay. Dann geht's jetzt ab in das Skateboard-Level. Zum Glück hat sich hier auch eine Abkürzung aufgetan. Das heißt, wir müssen nicht nochmal komplett außen rum. Ja. Dann bin ich mal gespannt, ob wir hier den Streckenrekord brechen können. Weil das ist ein bisschen mehr als bei dem anderen Level, bei dem ersten. Mal sehen. Ich würde sagen, holen wir erstmal alle Edelsteine. Weil die lenken dann am Ende doch wieder zu sehr ab. Dann will ich dann doch noch da lang fahren und kriege die Kurve nicht mehr und düse ich irgendwo gegen die Wand. Dann ist mein super toller Highscore im Arsch. Kann ich hier hoch? Nee. Ach, benutzen darf ich aber, das ist schön. Ohne dass irgendwas startet. Was? Das halte ich aber hier für ein Gerücht. Willst du mich? Was denn? Was ist da los? Warum? 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 Einfach nur warum? Ach, Spyro. Dann mache ich es halt auf die andere Art. Das ist mir jetzt egal. Da oben muss ich auch noch lang. Aber ich will jetzt erstmal diese eine Flasche da holen. Nein, ich bin zu hoch gewesen. Das ist ja unmöglich. Schulz.
Dann holen wir erstmal die Flasche. Oder auch nicht. Ich will erst die Flasche, ich will erst hier alle Edelsteine holen, bevor ich... bevor ich mit dem anderen Kram anfange. Das sah eigentlich ganz nice aus. So, dann mach mal das hier. So, um gegen die Wand fahren. Ne, das ist zu weit. Na? Hab ich die Kiste kaputt gemacht? Aber dann fehlt uns nur noch da oben was. Das ist doch schön. Och, Mann. X ist springen, Spyro. Dann solltest du das auch tun, Ben. Sag mal! Halt das jetzt ans Mikrofon, ne? Das ist... Du willst, dass ich unbedingt vorne am letzten Fitzel abspringe, ne? Ja, willst du. Auf dem Orangen darf ich vorher nicht X drücken, sonst funktioniert das nicht. So, aber schön ist, dass uns Edelsteine fehlen. Ist dies nicht der abgefahrenste Skateboardpark, den du je gesehen hast? Nachdem du einige Tricks gelernt hast, kannst du hier irre viele Punkte sammeln. Was hältst du davon, wenn ich dir ein paar Tricks zeige? Dann mach mal. Fangen wir mit etwas Einfachem an. Du kannst von Rampen abspringen, indem du die X-Taste drückst. Ich zeige dir einmal, wie es geht. Dann bist du dran. Das hast du sehr schön gemacht. Okay, versuch jetzt eine Rolle zu machen. Du kannst eine Rolle in der Luft machen, indem du die Dreiecktaste gedrückt hältst und nach links oder rechts steuerst. Ich würde mal gerne eben seine Oberschenkel sehen. Schöne Rolle. Jetzt versuch mal einen Flip. Flips gehen genau wie Rollen. Außer, dass du nach oben und unten steuerst, statt nach links und rechts. Spring von der Rampe, halt die Dreiecktaste gedrückt und drück nach oben oder unten mit den Richtungstasten. Ober- und Unterschenkel. Weil wer mit einem Anschwung so ein Ding hochfahren kann, ist... Da kam der Tony Hawk wieder in mir raus. Wow, du bist ein Naturtalent. Mal sehen, ob du auch einen Halfpipe-Spin hinkriegst. Die blauen Rampen sind Halfpipes. Du kannst einen Spin machen, indem du oben auf der blauen Rampe springst und in der Luft nach links oder rechts steuerst. Wunderschön hast du das gemacht. Super, du hast es geschafft. Jetzt wollen wir mal sehen, ob du auch eine 900 schaffst. Spring so hoch du kannst, mach 2,5 Spins in der Luft und lande wieder auf der Rampe. Was ist das? Das war eine tolle 900.
Ich muss zugeben, dass du was drauf hast, Spyro. Mhm. Aber bevor du übermütig wirst, wollen wir mal sehen, ob du auf der gigantischen Skirampe echte Punkte machen kannst. Probier beliebige Tricks aus und sieh, wie viele Punkte du bekommst. 500 stand da? Ich glaube, da stand 500. Wow, du lernst echt schnell. Du wirst aber auch von einem Meisterfahrer unterrichtet. Mhm. Wo wir gerade dabei sind, ich habe gerade an einem nahezu unmöglichen neuen Trick gearbeitet, den ich Nasty Nork nenne. Ich hätte es fast geschafft, wenn ich nicht plötzlich in dieses Drachenei gekracht wäre. Oh, okay, das habe ich mir ausgedacht, aber du kannst das Ei haben. Caroline. Ich habe eigentlich gedacht, ich bin fertig mit Sprechen, deswegen habe ich weggedrückt. So, jetzt muss ich gegen den Spacko fahren, ne? Ich denke, du bist für einen 1 gegen 1 Wettbewerb bereit. Willst du in einem Freestyle-Wettbewerb um Punkte kämpfen? Ein Freestyle-Wettbewerb, natürlich. In Ordnung. Wer die meisten Punkte innerhalb des Zeitlimits sammelt, gewinnt. Oh, warte, ich möchte aber gerne hier oben starten. Natürlich nicht. Es waren zwei gedrehte Limonen. Na, ja, der hätte noch eine gepasst. Wow, das war knapp. Das war nur ein Flip vorwärts und... Ja, ist klar, ist klar. Ah, stimmt. Da muss ich... Dreifachtürme. Da war ja was. Dankeschön. Ah, ich hab den eh. Ich kann's nicht glauben. Wie bist du so schnell so gut geworden? Wer weiß, irgendwann brichst du vielleicht noch meinen Streckenrekord. Streckenrekord! Nee. Wie auch immer, ich muss dir wohl dieses andere Ei geben, das ich gefunden habe. Ich wollte es als Haustier behalten, aber es will nicht schlüpfen. Das war wiederum süß. Aber es will nicht schlüpfen. Der Alex. So, wenigstens haben wir alle Eier. Dann brechen wir mal den Streckenrekord. Oder auch nicht.
wow, 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 wow. Eieieiei. Waren das 10.000? Die müsste ich eigentlich hinkriegen. Spin-Dings, ist klar. Sieben Stück fehlen. Oh. Ja, da war er. Alles klar. Gibt's hier noch eine Strecke mit dem Skateboard? Ah, hier gibt's noch das mit dem... Ja, es ist aber nicht so eine Strecke wie hier, sondern es ist so... Rennen ist es. Super! Haben wir den neuen Streckenrekord? Sagst du jetzt eigentlich irgendwas dazu? Jetzt kannst du versuchen. Habe ich schon, du Pisser. Okay. Dann gucke ich gleich mal, wie viele Edelsteine uns noch fehlen. Ach Quatsch. Vier. Das war ja klar. Wir liegen irgendwo. Irgendwo liegen die rum. Aber die Arbeit mache ich mir jetzt nicht da zu suchen. Besuchen wir halt am Ende nochmal alle Level mal kurz. Alle vor allem. Das sind ja jetzt schon drei Stück, in denen mir Edelsteine fehlen. Aber das ist... mir echt zu viel Aufwand da jetzt noch zu suchen. So. Ah, dankeschön. So, dann haben wir als nächstes Eisspitze oder sowas. Glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Das werden wir dann als nächstes machen und dann halt noch den Bauernring und dann haben wir auch schon wieder einen Endgegner vor uns. Aber wie gesagt, das erst das nächste Mal. Ich hoffe, euch hat die Aufnahme gefallen und hoffentlich sehen wir uns dann auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!